Moin moin und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Elden Ring. Wir befinden uns hier immer noch in Limegrave und heute liegt ein bisschen Erkundung drauf. Letztes Mal haben wir diesen Hünen da oben besiegt. Jetzt sehe ich aber, dass man den nochmal besiegen muss. Ja, letztes Mal schon gesehen. Weiß nicht, ob ich da noch Lust habe. Erstmal gehen wir hier erstmal weiter und werden uns mal hier durch diese hier durchsneaken so ein bisschen und mal alles platt machen, was wir hier so finden. So. Gucken, ob wir es hinkriegen, dass wir alle platt machen können hier. Mal gucken, der nächste. Okay. Ein bisschen runtergehen, gucken. Guck mal, da liegt auch noch. Ah, kann man was einsammeln? Runenfragmente, okay. Also, wie viele Leute hier eigentlich sind, weiß ich gerade gar nicht. Aber wir können ja so nach und nach die Leute mal alle platt machen. Okay. Hier oben ist, glaube ich, keiner mehr. Hoffe ich zumindest. Kann auch sein, dass ich da falsch liege. Jetzt schleichen wir hier rum. Ich hoffe, es kommt noch ein Patch raus, denn wirklich richtig rund und flüssig läuft das Ganze nicht. Und man muss auch dazu sagen, dafür finde ich, dass die jetzt schon so viele Spiele rausgehauen haben, From Software, könnten sie sich da mal ein bisschen zusammenreißen und auch mal, ja, wie soll ich sagen, sich ein bisschen Mühe geben, oder? Finde ich. Komm ich rein da in diesen Wagen? Ja, ich hätte gedacht, das wäre vielleicht so ein Eingang hier oder hier. Ah, da kann man tatsächlich was aufmachen. Was ist da drin? Großschwert des Getreuen. Großschwert des Getreuen. Das gucken wir gleich mal an. Warte mal. Stimmt mal bei dir drüben hin, dass wir nicht angegriffen werden. Boah. Großschwert des Getreuen. ...136, 20, kann ich sogar nutzen, das Schwert. Was hat er denn? Die Stärke 16, die haben wir ja auf jeden Fall. Und Geschick 10. Ist die Frage, ob wir die einfach mal... ob wir das einfach mal ausrüsten, oder? Ich mach mal ganz kurz, ich will mal sehen. Also ich kann ja mehrere Waffen einsetzen, aber ich setze mal daneben an. Ich will mal sehen, wie das aussieht. Ja. Ja. Gesundheit. So. Naja, probieren wir jetzt nochmal aus. Okay, na cool. Findet man doch ein paar Sachen hier. Rein hier. Okay, ist ein bisschen langsam, aber... Komm, wir locken den einfach mal hier rüber. Ich bräuchte mal einen Bogen, eine Art Bogen bräuchte ich. Alter, das Schwert haut aber auch rein, oder? So, wie führe ich denn diese Parade aus, die ich da machen kann? Das weiß ich immer noch nicht. So richtig? Kann man das nicht irgendwie hier... Lass mal gucken. System vielleicht? Starker Angriff. Ereignis und prüfen, öffnen, Objekt nutzen, Schritt zurück, Ausweichrolle, Sprint, Springen, Kamera. Talent. Okay. Left Trigger. Ist mein Talent wirklich nur, das Ding da zu hauen? Na gut. So.
Wir gucken, ob wir noch mehr Leute hier wegflanken können. Dann sollen wir herkommen. Gut, aber hier ist ja noch so ein Wagen, vielleicht können wir die auch plündern. Tatsächlich. Da ist ja noch eine Waffe drin. Ein Flegel. Den gucken wir uns auch mal an, den Flegel. Das ist ein Morgenstern, ne? Mal gucken. Kann ich nicht nutzen, da brauche ich geschickt 18 für. Okay. Gut, dann lassen wir es immer so. Ist hier noch irgendwas in diesem Vordorf? In der Hölle? Da er sieht ein bisschen stärker aus, da. Hat er mich entdeckt? Ja. Okay. Nein! Was trinken hier? Das ist ja kein normaler Ritter. Okay. Jetzt hat er mich. Okay. Okay, wow. Okay, also den kann ich nicht so leicht umhauen wie die anderen. Aber richtig schwer wird das auch nicht werden. So, wir nehmen den letzten Ort der Gnade. Wir müssen auf jeden Fall ein bisschen rumgucken mal, ne, dass wir noch ein paar Sachen finden. Obwohl ich finde eigentlich mal. Ich fand eigentlich dass die Axt ein bisschen cooler, aber. Ich muss jetzt trotzdem noch das Ding hier. So. So. Da sind einfach meine Sachen, die ich einsammeln kann. Ich überlege, ob wir dem anderen nicht von hinten erstmal schon die Hälfte der Energie wegmachen können, bevor wir ihn dann angreifen. Müsste ja möglich sein, oder? Ihn können wir von hinten mal platt machen vielleicht. Ich weiß nicht, ob wir ihn da kriegen. Er ist ja schon so ein bisschen. Da sind ja noch ganz viele. Wir müssen vielleicht rundherum erstmal die anderen weg haben,
vor ihn angreifen. Und wir uns, damit der uns gar nicht erst in die Quere kommt. Muss natürlich aufpassen, dass ich nicht gesehen werde. Dann noch Hunde. Pilz mit dem hier. Okay. Oh. Uncool. Da kommen gleich ein paar mehr, wie man sieht. Das war nicht so geplant. Oh. Okay, okay. Wir gehen schon wieder zurück. Okay. Bolzen. Na, kriegen wir ihn auch angelockt hier? Dichter hier ran, dass der andere noch kommt. Okay. Was trinken wir mal hier? Ah, wir haben eine Karte gefunden, okay. Kann man ihn von hinten mal killen? Ich weiß es nicht. Wir testen es einfach mal. Bevor der sich umdreht.
Okay. Durch ärgerlich, dass der andere da vorbeigekommen ist. Aber. Ja, ein gutes Schild da vor sich. Ha. Komm her, du. Okay. Oh, der haut gut rein. Hm. Ich komme auch nicht hinten an ihn ran, das ist das Problem. So, dummer Affe. Gut geblockt ist halb gewonnen, ne? So, gucken wir mal, ob wir hinten noch was machen, reißen können. Ich muss die ein bisschen pullen, ich kann die alle auf einmal holen. Na komm her. Ja, sehr gut. Ich wollte bloß nicht, dass die Tiere noch mitkommen, denn das wird wieder ein bisschen zu viel des Guten. Das Hundeviech da. Oh. Auf einmal sind es zwei. Vielleicht nicht ganz so clever. Mal warten, wir gehen ja gleich nochmal hin, aber. Wollen doch nicht mit so vielen kämpfen. Ist doch geil, dass einfach nur Leichen liegen und das die gar nicht interessiert, ne?
Oh, Jack! Okay, Vernichten von Gegnergruppen. Vernichtet die eine Gruppe von Gegnern, füllen sich eure Flaschen wieder. Was? Ist das euer Ernst? Sind alle meine Flaschen wieder voll? Das ist ja mal geil. Also das ist ja auch neu. Aber das ist ja richtig cool. Das heißt, man kann theoretisch noch richtig viel machen und kriegt dann einfach alles wieder. Geil! Das ist eine coole Lösung. Aber es gibt ja nichts weiter, ne? Nö. Und das ist natürlich nett. Oh, hier geht's runter irgendwo. Oh. Okay, hier mal runter. Hier gibt's sogar was? Preiset Held? Ich wollte zur Seite springen. Mit Hilfe eines Schleifenmessers könnt ihr Kriegssacher an Orte der Gnade benutzen, um eure Waffen neue Talente zu verleihen. Einer von euch kann nur ein Talent haben. Alle vorigen Talente werden dabei entfernt. Hinzu von Affinitäten. Mit Hilfe eines Schleifers könnt ihr Kriegsasche in die Orte benutzen, um eure Waffen Affinitäten zu verleihen. So könnt ihr die Angriffsaffinität der Waffe ändern, ihre Attributskalierung verstärken und vieles mehr. Ja, cool. Wie gut ist denn das bitte sehr? Hat sich ja gelohnt. Oder? Ich finde schon. Boah, hier hängt er fest. Gut. Dann lass uns doch jetzt mal weiterreiten. Wir können mal auf unsere Karte gucken. Denn wir haben ja eine Karte gefunden. Und jetzt ist es viel größer geworden. Ja, ui. Hier sieht man schon einiges. Ich bin jetzt hier, ne? Oder wo sehe ich das, wo ich bin? Ruinen vor dem Tor. Okay, da bin ich. Gut, dann würde ich sagen, lass uns doch mal ein bisschen reiten. Und mal in diese Richtung reiten. Mal sehen, wo uns das Ganze jetzt hier hinbringt. Hier ist auf jeden Fall mal Leuchtfeuer. Das können wir mitnehmen. Machen wir gut. Ich müsste noch mal einen Händler finden. Ich habe so viele Sachen, glaube ich, gesammelt. Die könnte man doch auch einfach verkaufen. Ich will mal ganz kurz schauen, ob ich was denn da schon machen kann. Stufenaufstieg können wir auf jeden Fall machen. Auf jeden Fall Geschick einmal höher. Und die Stärke auch. Das geht nicht. So. Aber... habe ich im Inventar nicht irgendwas, was ich nutzen kann? Also, was kann man denn da machen? Nutzen. Das sind Glühsteine, okay. Ruhen von Material zur Herstellung von Objekten, okay, das behalten wir. Okay. Gibt's nicht irgendwie... Nur gut. Ja, lass mal weiterreiten. Also es gibt ja wirklich einiges zu entdecken. Da ist noch so ein Ritter. Oh, das ist auch ein Pferd gleichzeitig. Das Pferd platt machen und den Typ. Lass uns mal hier weiter reiten. Wir müssen auch ein bisschen was durchforsten mal hier. Dass wir irgendwas finden. Da sind wir gekommen. Also das ist aufploppen, habt ihr das gerade gesehen? Das ist auch nicht ganz so geil, wenn man überlegt, dass die ja schon wirklich lange so welche Spiele hier gemacht haben und so. Das sind diese Giftdinger. Sieht aus wie so ein Sumpfgebiet. Ich hasse Sumpfgebiete, nur so nebenbei. Runterreiten. Muss ich auch mal ein bisschen angucken hier. Alter. Es ist aber auch ein Riesengebiet. Das ist das Geile, ne? Das Erkunden hier. Ja. Die blöden Mücken da oben.
Wow. Schildkrötenfleischhals. Man könnte vielleicht für irgendwas benutzen. Es gibt so. Also ganz ehrlich, wie viel ist denn hier bitte los? Ja. Kommt hier nicht hinter. Ach, so eine Schildkröte. Wir erkunden erstmal alles. Das ist ein größeres Gebiet hier. Also das ist schon ein großer See. Dann sogar Inseln in der Mitte. Das ist echt gigantisch. Kopf der großen Libelle, na. Ach, das sind diese Krabben. Kennt ihr euch an die Krabben erinnern? Von Dark Souls 3? Widerlich. Die brauche ich jetzt nicht unbedingt. Okay. Was sind das denn für Leute da? Weg hier, bevor der Reiter da mich sieht. Ich hab was verloren, ne? Noch was verloren unten. Okay, hier liegt noch was. Goldene Rune. Hm. Man weiß doch nicht, was man hier machen soll, aber da drüben sind auch noch ein paar Wanderer. Da ist aber auch irgendwie eine Hütte da oben. Hm. Auf die Karte gucken. Jetzt sind wir hier. Also ich würde mal diesen Weg da folgen. Mal sehen, wo wir hinkommen. Natürlich nur vor ihm weg da, ne? Wenn er uns da nicht entgegenkommt.
das alle? Oh, ich glaube schon, ne? Okay, da können wir irgendwo raufkommen. Da sind wieder so ein paar Kängurus. Ich guck mal, ob hier noch irgendwo Leuchtfeuer ist. Da ist wieder so ein... Was immer das ist da, da gehen wir mal nicht rein. Aber wir können draußen rumreiten. Kann man kurz hier hoch? Gibt es hier irgendwas? Das Tor da unten sieht auf jeden Fall sehr stark bewacht aus. Macht, glaube ich, nicht so viel Sinn, da hinzueiern. Ich reite mal hier rum. Hier noch irgendwo so ein Leuchtfeuer, wisst ihr? Also so ein Feuer der Gnade, damit wir irgendwie irgendwo hinkommen. Weil den ganzen Weg nochmal reiten, hat man auch keinen Bock drauf, ne? Ich weiß auch nicht, wo man landet da, ne, wenn man da jetzt hochgeht. Wir gehen nochmal hier längs. Ich habe noch eine andere. Geisterquellensprünge. Achso. Macht zu Pferde in der Nähe an den Geisterquellen einen Sprung, um auf den Strom durch die Luft zu gleiten. Wenn ihr zu Pferde in der Geisterquelle springt, nehmt ihr auch aus größerer Höhe keinen Schaden. Okay. Mein Kontakt zum Dings war gerade weg. Oh, ich muss aufpassen, nicht runterfallen. Nicht runterfallen! Alter, mir ist gerade der Kontakt zu meinem Joypad abhanden gekommen. Wie krank ist das denn bitte sehr? Also, deswegen stand er so still. Ich habe mich schon gewundert. Hui. Guck, jetzt muss ich da oben was leuchten sehen. Das holen wir uns mal. Sternenlichtsplitter. Okay. Goldene Rune. Verarschen?
Schriftrolle des Königshauses. Okay, wir müssen uns alles mal angucken, was wir gerade finden. Ich trinke noch was. So, gehen wir mal hier rein. Okay, da ist noch einer da oben. Der sitzt da oben irgendwo, ne? Ob wir den irgendwie kriegen. Da ist er. Okay. Den habe ich gar nicht gesehen. Hineinstürmen versuchen. Also wir haben da ja recht viele Leute hier unten. Ist die Frage, ob man das einfach alle platt macht da unten. Alter! So, dann haben wir kurz einen hier. Zu Datenschulpen. Kicken wir erstmal nach oben, die Leute. Da kommt auf jeden Fall ein Gegner. Und der sieht auch ein bisschen härter aus. Oh. Oioioi. Okay, das Problem ist, wir haben fast kein Leben mehr und wir haben auch nichts mehr, was wir auffüllen können. Das heißt, wir könnten hineinstürmen, wir könnten ihn da oben killen, versuchen zu killen, aber bis drauf gehen, dann müssen wir unseren ganzen Kram wiederholen, ne? Das ist auch extrem nervig. Wenn wir ihn besiegen, kriegen wir natürlich auch alles wieder. Drüben ist ein Leuchtfeuer, vielleicht soll man da erstmal hin. Oder sehe ich das verkehrt? Wir müssen kurz aufpassen, weil da ist der Reiter da unten, nicht, dass der uns gleich sieht. Ist das überhaupt ein Leuchtfeuer, was ich ja gesehen habe? Probieren wir es mal. Klar, es ist eins. Okay. Gut.
Wir berühren das mal. Und falls wir sterben, landen wir gleich wieder da vorne. Was sehr praktisch ist. Oder? Können wir mal ganz kurz, wenn wir schon hier stehen, können wir mal ganz kurz mal gucken, was wir alles eingesammelt haben eigentlich da. Also wir haben hier Nutzen, um schrittweise FP zu generieren. Achso, okay. Schmiedestein, ja. Gebt dies einem studierten Zauber, um neue Zauber reinzuerlernen. Okay. Sturmstampfer. Okay, wir rasten jetzt nochmal kurz hier. Machen wir jetzt doch nochmal. Und dann werden wir einmal erstmal einen Stufenaufstieg machen. Und zwar Stärke. Kriegsasche. Mit der Kriegserscheinung-Menü könnt ihr Kriegserscheinung ordnen, nach dem Nutzen, um eure Waffen, neue Talente und Affinitäten zu finden. Eine Waffe kann nur ein Talent haben, aber alle vorigen Talente gehen hierbei verloren. Das ist ein Zugang einer Affinität, kann die Angriffsaffinität verwenden. Okay. Was heißt denn das? Ah, okay. Das heißt, wenn wir jetzt den benutzen, dann geht das da, wir kriegen die, aber das wird dieses Großstück getreuen? Großstück ist getreuen. Also hier verliere ich doch irgendwie ordentlich was, ne? Also habe ich 19 Stück. Mit der Waffe machen? Wir machen es mal bei der Waffe. Einfach, weil ich es mal testen will. Oh. Ah, komm schon. Reitergeißel. Oh! Und deine scheiß Fackel. Oh. Na, das mit. Okay. Ich gehe mal ganz kurz zurück hier zu meinem. zum Leuchtfeuer. Einfach aus dem einfachen Grund, dass ich jetzt mal. Oh, hier ein Bild noch mit. Was habe ich denn da für eine Waffe eingesammelt? Oder war, ist es nur zum. Oder ist es nur zum Verkauf? Nee, die kann man doch bestimmt benutzen auch, oder? Da brauchen wir 16 Geschick.
Oh, die haut aber schon mehr rein. Naja. So. Lass mal kurz. So, ich glaube, das war's dann auch für heute. Einfach mal ein bisschen rumgeguckt, was man hier noch so machen kann. Vielleicht machen wir noch einen Stufenaufstieg. Wir haben genau das, was wir brauchen. Machen wir den Geschick noch ein bisschen höher. So. Vielen Dank fürs Zuschauen und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei. Bis dahin. Tschüss.